Ja, Werder muss stürmen. Werder braucht ein frühes Tor, um die Russen vielleicht ein bisschen nervös zu machen. Gefährlich. Und der Ball ist im Tor. Nicht zu fassen. Zweite Minute. 1:0 für den SV Werder. Besser kann es einfach gar nicht sein. Nach diesem ersten Eckstoß. Und ich meine, Frank Neubart war der Schütze. Wir sehen es noch einmal. Da sah Dasajew im Tor der Sowjetrussen nicht besonders gut aus. Schade, haben wir nicht ganz sehen können. Frank Neubart erwischte den Ball vor dem Moskowiter Torhüter und erzielt das. Borowka und Sauer. Dann Mirko Votava, der Kapitän. Meier, schön gespielt. Odenewitz vorbei. Oh, und die Chance. Der Ball ist im Tor. Das 2:0. Es läuft die 10. Minute. Das 2:0 für den SV Werder. Wieder Frank Neubart. Tja. Das ist ein Spiel für ihn. Hier noch einmal die Vorarbeit von Odenewitz. Vorbei an allen Sowjetrussen und dann steht Neubart frei, dreht sich und schießt mit dem linken Fuß unerreichbar ins sowjetische Tor. Ja, packen sie es denn doch noch, die Bremer. Norbert Meyer. Scharf kommt da. Da ist es zu weit vors Tor. Da hat Dasajew keine Mühe, den Ball herunter zu pflücken. Aber schon wieder Werder. Kein Abseits. Tor! Frank Odenewitz. 25 Minuten leicht gespielt. Keine Abseitsposition. Das konnten Sie hier selbst aus der Hintertorkamera erkennen. Das 3:0 für die Bremer. Und wenn es so nach 90 Minuten stehen würde, dann hätte der SV Werder das Unmögliche wahrgemacht. Aber noch, verehrte Zuschauer, sind 65 Minuten zu spielen. Das sah jetzt, Sie sahen es mit der Hand am Ball. Der Schuss aber zu hart, zu scharf. Auch das 0:3 konnte er für seine Mannschaft 3:0 Vorsprung der Bremer Gültigkeit, der das weiterkommende UEFA-Pokal bedeuten würde. Und ein Entlastungsangriff, ein Konter, Norbert Meyer und der Saie. Hoffentlich kein Krampf, hoffentlich keine Zerrung. Norbert Meyer am Boden. Gefahr und Tor. Da ist es passiert. Es war zu befürchten. Es war zu befürchten. Das Tor für Spartak Moskau lag in der Luft. Erzielt hat es der Mann mit der 10. Das ist Tscherenkov. Und das kann in der Endabrechnung ein ganz wichtiges Tor sein. Sehen Sie hier, schön in den freien Raum gespielt. Sofort geschossen. Keine Chance für Oliver Reck. Nur noch 3:1. Und das heißt, im Augenblick ist Spartak Moskau weiter. Hoffentlich können sich die Bremer noch einmal zusammenreißen, noch einmal neue Kräfte mobilisieren. Es steht im Augenblick. Erwischte auch Dasajew
auf dem falschen Fuß, versetzt ihn. 4:1 führen die Bremer. Und das bedeutet im Augenblick Verlängerung. Noch einmal. Ein herrliches Tor von Gunnar Sauer, trotz Behinderung. Tja, da hatten wir die Bremer schon fast aufgegeben. Sie selbst sich aber keineswegs. Sie haben zurückgeschlagen, sie haben gekontert und sie haben das so wichtige vierte Tor gemacht. Aber jetzt aufpassen. Schön gespielt.